mein Video heißt ja, ich werde noch wahnsinnig oder ich werde irre, eins von beiden. Vermutlich werde ich beides, denn ich habe, ja, ich habe es verbockt, glaube ich. Also, ich weiß nicht, obwohl ich bin gar nicht so richtig viel schuld. Ich habe doch mein Postfach durchgegeben im letzten Video und ja, es ist jetzt leider so, dass ich gestern dann einen Anruf bekam noch von der Posthäuschenfrau aus dem Edeka bei uns, wo ich ja mein Postfach einrichtete. Und ja, was soll ich sagen? Sie kam auf mich los, beziehungsweise sprach mich an am Telefon und sagte, Frau, ne? Jetzt hätte ich gerade fast, ja, egal, nicht versprochen. Sie kam auf jeden Fall am Telefon äußerst panisch rüber, weil sie sofort meinte, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ihr Postfach, ich sag, was ist denn da bloß los? Ja, Sie mussten doch den Ort da eingeben und die Postleitzahl. Und ich hatte doch extra noch, als ich dort war und es einrichtete, beziehungsweise als ich die Adresse dort abholen konnte und die Info mit diesem Schlüsselproblem bekam, hatte ich noch gefragt, ist das alles in diesem Dings mit drin? Einfach Schapati-Dreads und die besagte Nummer mit dem Wort Postfach oder nicht? Sind Sie sich sicher? Ja. Sie war sich sicher, ich war mir immer noch unsicher und habe es trotzdem so gemacht. Ja, auf jeden Fall, ich blende es euch gleich ein. Diesmal die richtige Postfachadresse, also die Postfachadresse, diese Zahlen sind auch alle richtig, aber ihr müsst dann noch dazu schreiben, 49504 Lotte. Das ist, ne, weil wer soll denn sonst wissen, wo das Ganze hin soll? Ich weiß, eigene Dummheit, es ist mir auch irgendwie echt peinlich, weil man kann sich's auch eigentlich denken, dass bei so einer Postfachgeschichte auch wichtig wäre für den Boten, wo, in welchem Ort er denn vielleicht dieses Briefchen, was auch immer, zuschicken soll, stellen soll. Ja, nach kurzer Überlegung darüber ist mir das dann auch klar gewesen. Ah, ja, ist wie gesagt peinlich, egal, lasst euren Kommentaren freien Lauf, ich kann es verstehen. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch vor diesem Video sitzen und denken so, ist klar, ne? Hast du mal wieder nicht so weit gedacht, Schapati. Ja, gut, ist ja auch schön, wenn man es dann selber einsieht, also von daher wieder ein Lerneffekt. Ja, was wollte ich noch? Ich wollte noch was, das war wichtig. Ah, jetzt habe ich es wieder vergessen. Moment, Moment, ich hab's gleich. Wegen dem Postfach nochmal, genau. Ich habe noch recherchiert in Eigenregie, das war mir jetzt sicherer, aber es wurde mir auch bestätigt, wenn ihr zum Beispiel etwas größere Sachen wie gebasteltes oder, keine Ahnung, irgendwas schicken möchtet, müsst ihr das am besten mit Warensendung kennzeichnen, weil dann kommt es auch in meinem Postfach an, weil es gibt keine Postfächer für Pakete oder so. Und da ich ja auch manchmal Dreads zugeschickt bekomme oder so von Kunden, die dann in Paketen oder eben in dem Fall in Warensendungen, das sind dann zum Beispiel größere Briefumschläge, weil das Postfach ist halt nicht für Päckchen ausgelegt. Es ist schon das Größte, aber es ist halt eher für große Briefumschläge oder so. Also mit Warensendungen dann einfach schicken und dann kommt das auch gut an. Genau, das war noch das Wichtige. Ja, und dann gibt es ja heute um 17 Uhr noch einen Livestream. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass dieses Video jetzt noch vorm Livestream online bei YouTube ist, weil das mit dem Hochladen hier bei mir immer etwas länger dauert. Ich habe da irgendwie nicht so viel Glück gehabt mit der Leitung. Ein Stück abgeschnitten oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe das noch auf Facebook und so gepostet und auf Instagram. Und hinterher könnt ihr euch ja sonst auch den Livestream mit Schnitt, Fertigschnitt oder... Das wird ja immer gespeichert bei meinen Videos. Also könnt ihr euch den hinterher auch noch mit angucken. Es geht um Tipps und einfach ein bisschen Dreadgequatsche. Ihr könnt mir wieder Fragen stellen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach ein nettes Nachmittagchen mit ein paar Dreadquatschereien. Ich glaube, das ist mal wieder ganz schön. Ich habe euch damit ja auch etwas vernachlässigt. So, das sollte ein kurzes Notfallvideo werden. Hier ist es. Viel Spaß beim Gucken, beim Geguckt haben. Es tut mir nochmal schrecklich leid. Es ist bei mir immer alles etwas konfus. Aber so bin ich und ja, ich glaube, ihr mögt mich trotzdem. Hoffe ich, ich hoffe. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann entweder im Livestream oder da haben wir uns dann schon gesehen oder im nächsten Video. Ade, eure Schapati. Hallo, ihr Lieben, schön. Hallo,
ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, heißt das. Ihr Lieben, und sie guckt schon wieder auf das Display, nicht in die Kamera. Fuck. Oh. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe für heute wieder ein Video vorbereitet. Das heißt, es ist ein Notfall. Ich spreche viel zu schnell. Es ist ein Notfallvideo. Notfall, ich bin auch ein Notfall. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr über eure Anwesenheit. Ja, Anwesenheit. Anwesenheit ist gut. Ich wollte eigentlich sagen, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss dringend lernen, vernünftig die Einleitung zu sprechen. Das muss ich.